Ja, also unsere Idee war, einen Raum, der komplett überwacht ist, zu machen, mit Hilfe von zwei Raspberry Pis, von denen einer eine Überwachungskamera mit Gesichtserkennung halt hat und der andere ein offenes WLAN-Netzwerk, bei dem die Webseiten, die besucht werden, ausgelesen werden können. Davon konnten wir allerdings nur Teile davon verwirklichen. Wäre einmal sozusagen eine Webcam ohne Bilderkennung und einen offenen WLAN-Hotspot. Also die Überwachungssachen sind noch gar nicht drin. Das ist die Website, da blenden wir nachher auch noch einen Link ein, dass Sie die sich auch anschauen können. Da wäre einmal hier die Webcam und drunter ist noch ein Audio-Stream. Die muss man erstmal manuell starten. Der funktioniert anscheinend nicht. Oder? Okay. Also es funktioniert auf jeden Fall, aber die Qualität ist nicht besser. Okay. Und ja, dann haben wir noch für den WLAN-Hotspot haben wir dann noch haben wir hier noch das wollten jetzt mal, da wollten wir noch einen Stream für machen, für die Logdatei von dem Server, also welche Webseiten da eben besucht werden, aber das haben wir auch noch nicht hingekriegt, deshalb haben wir da jetzt nur ein Bild eingeblendet, aber da kann man dann schon mal ungefähr sehen, wie das aussehen würde. Ja, und das war's dann eigentlich von unserem Projekt.